Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte jetzt mit dir, lieber Stier, liebe Jungfrau und lieber Steinbock, in die Neumondenergie vom 2. Oktober eintauchen. Ein Neumond im Zeichen Waage. Und ein Neumond ist ja immer eine Samenlegung. Und von daher möchte ich gerne mit dir schauen, wie sich diese Energie in deinem Leben zum Ausdruck bringen möchte, welcher Samen sich hier für dich zeigt, welches Thema und auch was der Impuls deiner Seele oder das Geschenk des Neumondes für dich ist. Wir starten direkt und zu diesem Video wird es eine Fortsetzung geben, in der ich nochmal tiefer auf all das eingehe, was sich hier auf den Tisch legt. Für die Erdzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock, der Neumond in der Waage. Was ist das Thema zu diesem Neumond? Ja, yes, Baby, die Königin der Kelche. Nein, die Königin der Münzen. Also ganz ehrlich, sorry, liebe Erdzeichen, aber auch sorry alle anderen, die das hier vielleicht auch schauen. Ich verplapper mich das die letzte Zeit hier öfter. Ich weiß nicht, was das mit dem Merkur vielleicht auch ist, mit der Kommunikation. Vielleicht ist auch ein Teil in mir zu hektisch, zu aufgeregt. Hier geht es mit der Königin der Münzen um deinen Selbstwert, um den Genuss des Lebens, um deine Erdung, um deinen Platz, um ja, Selbstliebe, Selbstausdruck, du bist Gold, ist schlussendlich die Essenz dieser Karte. Und wir schauen mal weiter, was hier im Unbewussten liegt. Ich nehme dich nämlich hier auch wirklich als diese Königin der Münzen wahr, wo es darum geht, dich selbst zu stärken, dein Sein zu stärken, deinen Ausdruck. Guck mal hier, alles durcheinander und die haben so schön gelegen. Ja, eine neue Balance, eine neue Stabilität, die sich hier einrichten möchte, nehme ich wahr. Vielleicht geht es auch bei dir hier darum, wirklich deine spirituellen Seelenkräfte zu erden, die Energien im Außen und im Innen auszubalancieren. Vielleicht kommst du hier in eine neue Situation, die dich noch ein bisschen ja im Ungleichgewicht vielleicht hält. Und du darfst da schauen, wie du diese innere Stabilität für dich ja findest. Hier 10 Kelche, wie genial bitte ist denn das? Das, was dir bewusst ist. Die 10 Kelche, die Fülle des Lebens, das in dir zu Hause sein, in dir geborgen sein. Und wenn ich das jetzt so sehe, meine lieben Erdzeichen, habe ich das Gefühl, dass es hier auch darum geht, vielleicht eine neue Balance zwischen, ja, wie es so schön heißt, eine neue Work-Life-Balance zu finden. Den Genuss und die Harmonie vielleicht auch ein Stück weit mehr hervorzuheben, dich da zu öffnen. Und womöglich hast du viel Zeit in die Arbeit, in deinen Bewusstwerdungsprozess gegeben und hast hier so ein bisschen, ich nehme das so wahr, als wenn du so ein bisschen den Halt auch in dir verloren hättest. Und jetzt kommt das aber zurück, allein durch diese Samenlegung hier zum Neumond, die Entscheidung in dir, wirklich gut auf dich zu achten und auch das Leben zu genießen, die Momente der Ruhe, der Behaglichkeit zu genießen. Ich meine, wir gehen jetzt in den Herbst hinein. Die Abende werden länger, da kann man schon mal schön ein Kaminfeuer entzünden. So, was liegt in der Vergangenheit?
Die zwei Stäbe. Das Warten. Das Warten darauf, dass sich hier eine Tür öffnet. Und ich glaube, diese Tür hat sich geöffnet. Eine Tür hin zu dir selbst. Ein Moment in dir, in dem du viel gewartet hast auf das, was sich jetzt als Fülle, als Freude, als Genuss zum Ausdruck bringen möchte. Und du hast vielleicht darauf gewartet, dass diese Tür sich öffnet. Vielleicht ging es auch in der Vergangenheit um eine Entscheidung, nämlich, dass du diese Tür schlussendlich in dir trägst. Du trägst die Tür in dir, die Fülle, Freude, Genuss, Behaglichkeit öffnet. Lass uns mal weiterschauen. Was ist denn neu? Was darf sich stärken hier zu diesem Neumond? Was darf sich stärken? Das hätte ich ja gerne andersrum gehabt. Wir haben die fünf Stäbe. Das ist eine Herausforderung. Das ist aber auch ein Impuls, dich dem zu stellen, was da in deinem Leben ist. Die fünf Stäbe, das ist nicht immer nur Unruhe, Rangelei, Ellbogen. Das ist auch konstruktives Brainstorming, indem man erstmal alles in einen Topf wirft, um dann herauszufinden, wie kann ich diese fünf Stäbe hier gut in Form bringen, gut zusammensetzen, vielleicht mit anderen gemeinsam. Wir lassen das mal so stehen. Wir schauen mal auf die weiteren Karten, denn hier fehlen noch vier. Was ist denn hier unterstützend? Vielleicht geht es auch darum, dass du in herausfordernden Situationen deine innere Ruhe bewahrst. Was wirkt hier unterstützend für meine Erdzeichen? Der König der Stäbe. Ein Chef, ein Leader, ein Anführer, kreative Feuerenergie. Und ich glaube schon, dass es hier vielleicht sogar auch darum geht, dich nicht aus der Ruhe, aus der Balance werfen zu lassen. Vielleicht taucht auch hier ein König der Stäbe in deinem Leben auf und verunsichert dich hier auf die ein oder andere Art. Auch das kann eine Unterstützung sein, weil du durch diese Verunsicherung merkst, wo du noch nicht in Balance bist und wo du in dir klarer noch erkennen darfst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Was wirkt denn hier klärend ein? Der klärende Einfluss. Das ist definitiv hier zu viel, voll das Chaos hier. Aber das sind diese fünf Stäbe. Also hier wird einiges durcheinander gewirbelt, was was vielleicht sogar auch einen neuen Ausgangspunkt aktiviert. Was wirkt hier klärend? Die vier Kelche, du musst dich nicht hier auf jede Herausforderung einlassen.
Vielleicht aber auch genau andersherum, dass du hier in dir schon mal tiefer nachspüren darfst, wo du hier vielleicht an drei Kelchen festhältst. Und dieser vierte Kelch wäre eine neue Richtung, wäre eine neue Möglichkeit. Er schaut auch hier so ein bisschen bittend, flehend in den Himmel. Bitte um Unterstützung, Hilfe, ja, Erklärung vielleicht auch. Du bist schon hier im Frieden mit diesen drei Kelchen, aber dennoch so dieser fragende Blick zu diesem vierten Kelch. Der Impuls der Seele. Was ist der Impuls der Seele für meine Wasser... Nein, ach, geht schon wieder los, ne? Für meine Erdzeichen. Der Impuls der Seele. Die Temperance, die Mäßigkeit, aber auch die Balance. In dir ein ausgewogenes Gleichgewicht. Ja, in dir ein ausgewogenes Gleichgewicht. Vielleicht auch ein Gleichgewicht zwischen Beobachten und Aktion. Zwischen Multitasking und Abschalten und Ruhe und ja, einfach mal nichts müssen. Das Geschenk des Mondes. Was ist das Geschenk des Mondes? Und dann schauen wir uns das Ganze hier mal im Gesamtbild an. Die zwei Schwerter. Nee, die drei Schwerter. An der Unterseite die sechs Stäbe. Im Gesamtbild hast du vielleicht hier lange Zeit versucht, einen König der Stäbe von dir zu überzeugen. Ihm dich schmackhaft zu machen. Vielleicht hast du auch lange Zeit gekämpft um die Aufmerksamkeit eines Königs der Stäbe. Wir haben hier oben in der Reihe den König der Stäbe, die zehn Kelche, aber eben dann die drei Schwerter, den Kummer, die Traurigkeit, den Herzschmerz. Wir haben hier die zwei Stäbe, eine mögliche Entscheidung von dir, dich auf diesen König der Stäbe zuzubewegen, die aber sehr herausfordernd war. Dann haben wir hier die Angst und Sorge vor Ablehnung, die dich ja immer mal wieder aus der Balance, aus dem Gleichgewicht geworfen hat und was sich jetzt hier in eine Heilungsphase transformiert. Deine Seele möchte heilen, sie möchte in Frieden kommen mit einem König der Stäbe. Mit den sechs Stäben hier an der Unterseite haben wir den Mut, den Erfolg. Ich sage immer, das ist der Herold des Königs, also der Botschafter des Königs. Dir wird hier ja vielleicht sogar eine Auszeichnung zuteil. Du darfst dich zeigen, du darfst deine Erfolge zeigen. Und da wir ja hier die fünf Stäbe haben, darfst du auch mutig vorangehen und im Gegenzug dich auch mutig zu zeigen, dich
in deiner ganzen Fülle, in deinen 10 Kelchen zeigen, zum Ausdruck bringen. Du darfst aber hier auch hinspüren, welche Balance braucht es. Wo braucht es Raum für dich, Raum für Heilung? Ich habe das Gefühl, dass dieser König der Stäbe hier schon eine Rolle spielt, aber nicht so präsent in deinem Leben ist, wie du es dir gerne vorstellst oder wie du es dir wünschst. Ich könnte mir vorstellen, dass das immer so ein Hin und Her ist. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Du lehnst vielleicht auch Teile in dir ab, die dich da schon ein bisschen vorbereiten oder warnen, weil es hier zwischendurch schon echt herausfordernd ist. Und der Samen, den du hier an diesem Neumond legen darfst, ist in dir mutig zu sein und für dich einzustehen, für dich selbst eine neue innere Stabilität zu finden, für dich Raum zu öffnen, für Heilung und gegebenenfalls erstmal den nächsten Schritt alleine zu gehen, die Herrscherin. Mut zu haben, dein Licht in voller Gänze zum Ausdruck zu bringen. Es fühlt sich hier an so ein bisschen wie Tag der offenen Tür. Dieser König der Stäbe kann kommen und gehen, wie er mag. Du richtest deine Termine danach ein und ja, am Ende des Tages sitzt du dann da und denkst, jo, nun sitze ich hier alleine. Das war geplant, aber der Termin wurde abgesagt. Und die Herausforderung, die das mit sich bringt, ist wirklich, dir deines eigenen Wertes bewusst zu werden, mutig zu sein und über dich selbst hinauszuwachsen. So lasse ich das jetzt hier stehen, meine Lieben. Und ich möchte jetzt gern in der Fortsetzung nochmal tiefer tauchen, gerade auch hier in Bezug auf diesen König der Stäbe, auf das, was du da in deinen Gedanken trägst, wo deine Sehnsucht liegt, was aber auch die Herausforderung ist. Die Links zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich und ich sag mal bis gleich.